In diesem Video möchte ich nur mal zeigen, wie man ein PDF-Dokument am Monitor unterschreibt. Ganz einfach so, wenn man ein Dokument zugeschickt bekommen hat, ohne dass man es ausdrucken muss. Dazu habe ich ja eine kleine Anleitung gemacht, aber mir führt es jetzt mal einfach am Monitor durch. Also, ich habe ein ganz normales Dokument irgendwo mal bekommen von irgendjemand, was ganz wichtig ist zum Unterschreiben. Und wenn ich das als solches habe, dann kann ich es ja nicht unterschreiben. So öffnet sich das im Standard. Normalerweise wird es mit dem Browser geöffnet, mit dem Microsoft-Browser. Und da müsste eigentlich ein leichtes sein, irgendwas, wo man unterschreiben kann. Man sieht, man kann da nichts machen. So. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man das jetzt mit öffnet mit Google. Auch hier ist keine Leiste dabei. Irgendwo rechts müsste so eine Leiste sein. Deswegen geht man auf die Webseite, auf die Seite Acrobat Reader und holt sich den Reader umsonst. Ja. Und zwar den Reader, den es hier, wir wollen keinen McAfee, Schritt 1 von 3 Software herunterladen. Den ganz normalen Reader brauchen wir, nicht den kostenpflichtigen. Wir wollen keine wir brauchen kein McAfee, wir brauchen das auch nicht und Reader Chrome Erweiterung installieren, die kann man nehmen, das ist die rechte Erweiterung, die man dran hat, wenn man Chrome hat. Da sagen wir hier herunterladen. So, jetzt wird die Exe geladen. Die Exe ist, die darf man normalerweise installieren. Das ist jetzt also von Adobe eine gesicherte Seite. Allerdings in Firmen darf man das ja nicht. Firmen lassen, im Firmennetzwerk ist das eigentlich nicht erlaubt. Kommt darauf an, ob man Privatzugriff hat für PDF, Adobe Reader. Sollte eigentlich bei allen Firmen mit drin sein. So, jetzt ist es heruntergeladen und installiert. Jetzt sagt er eine zusätzliche Meldung. Bla 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 bla. Und jetzt kommt hier empfangene Tools und hier ausfüllen und unterschreiben. Das ist jetzt zusätzlich mit drauf. Adobe Acrobat Reader zu meinem standardmäßigen PDF-Anwendung machen. Ja, das ist dann, dass er das automatisch zeigt. So, und jetzt sehen wir das gleich anschließend. Reader als Standard festlegen. Ja, ist auch okay, auch okay. Das interessiert uns jetzt nicht. Okay, das ist einfach eine Anleitung. So, jetzt hat er viel durchgenudelt. Jetzt sind wir damit fertig. Das heißt, wir machen diese Seite zu, und jetzt haben wir ja hier ein Dokument, das ich vorher mal gezeigt hatte, glaube ich. Und jetzt haben wir hier bei Öffnen mit, und jetzt können wir hier Adobe Reader als Standard öffnen, oder wir können jetzt sagen, wenn man hier sagt, rechte Maustaste war es, dann kann man sagen, man möchte den, man kann hier über andere App das als Standard umändern. Oder mal einfach mit Öffnen klicken, das ist der Standard, der eingestellt. Wir machen jetzt Öffnen mit Adobe Reader. Dann kommt diese Leiste zur rechten Seite, die mir jetzt da zur Verfügung hat. Und hier haben wir ja dieses Dokument, was ich unterschreiben wollte. Adobe Reader zu meinem standardmäßigen PDF machen. Ja, ist auch recht. Da kam vorher, dass man hier, jetzt mache ich das nochmal. Da, wir sollen da drauf klicken. Also jetzt haben wir es geändert. Eigenschaften von Click on Change to Select PDF. Okay. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall hier diese Unterschrift. Und da will ich jetzt was unterschreiben. Und da haben wir jetzt hier die Unterschreibungsfunktion. Und jetzt kann ich normalerweise, ich will jetzt was hier unter was unterschreiben. Da kann ich jetzt was reinschreiben. Können quasi was reinschreiben. Rein und pop. Aber das ist jetzt natürlich nicht das ist zur Ergänzung, wenn man so als Unterschrift das braucht. Also wenn es hier unter drunter steht. Ich kann natürlich auch hier eine Unterschrift wählen. Hier Unterschrift hinzufügen. Und jetzt braucht man ein PDF-Dokument. Also hier kann ich jetzt reinschreiben, kann sagen, also Raimund Popp. Aber das sieht natürlich lange nicht so aus. Raimund Popp. Aber man sieht ja, wenn ihr das mit der Maus macht, das wäre jetzt nicht so, dass man das hier wirklich eintragen könnte. Finde ich nicht gut.
das wird euch auch so gehen. Deswegen geht ihr am besten hin und macht ein Foto. Und das Foto kann man dann hier einfügen. Das heißt, wir machen hier wieder unterschreiben. Wir machen das mit Venus, wir machen Unterschrift hinzufügen. Und da kann man jetzt ein Bild nehmen und da könnt ihr eure Unterschrift nehmen, falls ihr eine schon hinterlegt habt, hinzufügen. Und jetzt holen wir uns ein Bild. Wir sagen Bild auswählen. Und jetzt holen wir uns diese Unterschrift. Die passt auch wunderschön hierher. Sagen wir anwenden. Und jetzt ist diese Unterschrift schön da. Und jetzt haben wir auch dieses Dokument in die Unterschrift in unserem Dokument drin. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch speichern unter. Das ist nicht der Vorteil. Jetzt können wir auch sagen speichern, lokal speichern, unterschrieben. Und mal gucken, ob wir das noch zuletzt gespeichert, speichern unter anderen Ordner auswählen. Ich will natürlich dem einen neuen Ordner geben. Und das sagen wir unterschrieben. Unterschrieben. Und das jetzt als PDF und das kann ich anschließend an irgendwelche Geschäftsstellen weiterschreiben und sage das jetzt mit meiner Unterschrift.